Das ist das Ruhrgebiet. Geboren auf Kohle, heißt es hier. Alles entstanden durch den Bergbau. Doch den wird es jetzt bald nicht mehr geben. 2018 schließt mit Prosper Haniel die letzte Zeche im Ruhrgebiet. Da fragen wir uns, Bergbau, was war, was ist und was bleibt? Um das herauszufinden, ist Yannick Schlüter, unser Reporter, heute im Lehrstollen in Kamp-Lintfort, sozusagen der Auszubildende für einen Tag. Yannick, wir schalten jetzt rüber zu dir. Bist du denn jetzt schon Bergmann? Ja, ganz so schnell geht's nicht, Christian. Erstmal muss ich ja in den Lehrstollen reinkommen und da rufe ich am besten Klaus Deuter an. Der ist nämlich Leiter hier vom Lehrstollen. Und ich würde sagen, ja, schnappen wir uns das Telefon, wählen den Hörer und rufen wir an. Ja, hallo, Herr Deuter. Der Auszubildende für einen Tag ist hier. Ja, super. Dann bis gleich. So, der Herr Deuter kommt gleich und dann können wir auch endlich in den Lehrstollen und dann geht's los. Guten Tag, Herr Deuter. Glück auf, heißt das hier. Ja. Ich bin der Klaus, wir duzen uns. Alles klar, so einfach geht das hier. So einfach geht das. Dein Name war? Yannick. Yannick. Bevor wir starten, bekommst du erstmal einen Helm. Gut. Stell mal ein, ob er passt. Passt wie angegossen. Alles klar. Dann gehen wir rein. Klaus hat 35 Jahre als Reviersteiger auf dem Buckel. Von ihm kann ich einiges lernen. So, Helm habe ich jetzt schon auf. Brauche ich sonst noch was? Irgendwelche Sicherheitskleidung? Genau, die Ausrüstung von Bergmann ist auch noch eine Lampe und ein CO-Filter. CO-Filter heißt? Wenn Brände unter Tage sind, damit du nicht drauf gehst und damit flüchten kannst. Aber hier fängt es nicht an zu brennen, ne? Hier fängt es jetzt nicht an zu brennen. Das beruhige ich mich ein bisschen. So. Jetzt passt. Wir gehen jetzt hier in den sogenannten Vorkohlstahl. Okay. Ne? Und da kannst du dann schon mal die Schippe schwingen und kannst ein bisschen vorkohlen, damit wir mit dem Antrieb nachher mit dem Streter weiter durchkommen. Im Klartext, 8 Stunden am Tag Kohle mit Schippe und Kretzer verrücken. Alles weg hier. Ich halte nicht mal 5 Minuten aus. Jetzt kommen die dicken Brocken. Ah, der Kretzer, dann nehmen wir den, der hier, ne? Hoppala, dann nehmen wir hier den Kretzer. Geht schon alles kaputt hier, wenn ich einmal drin bin. Wie bitte? Komm, ich passe, passend gemacht. Note zwischen 1 und 6, 3 Minus. Oh, 3 Minus kann ich mit leben, da war in der Schule schlechter. Wir sind jetzt an unserer Ortvortriebstrecke, wo Druckluftgeräte sind. Da werde ich jetzt die Funktion von dem einen oder anderen Druckluftgerät zeigen, was du selber auch mal ausprobieren kannst, okay? Also jetzt geht's an die schweren Geräte. Jetzt geht's an die schweren und lauten Geräte. Also. Einer darauf, genau. Und? Hebel aufmachen und gib ihn. Das ist übrigens der Bohrhammer. Oh, der ist ja ganz schön schwer. Hoch und jetzt so. Genau. Und der geht von alleine los, hier, was? Ja, da ist ja keine Luft drauf. Ja, und dann hat ein Bergmann schon mal ein paar Stunden damit gearbeitet. Oh ja, das ist dann doch nichts für mich. Boah, so viel stemme ich ja nicht mal. Im Fitnessstudio, ey, das ist ja Wahnsinn. Also mit einer Hand geht gar nicht, mit zwei ist schon schwer genug, ey. Wie schwer ist das gar nicht? Du lässt mich echt alt aussehen hier, ne? Das war hier nur Aufwärmen, oder was? Das ist nur Aufwärmen, ja. Oi, ey. Ihr macht mich fertig. Wenn man sich mit Bergleuten unterhält, heißt es immer, unter Tage sind wir alle Kumpel. Ist es das, was wirklich bleibt vom Bergbau? Um das herauszufinden, haben wir den Rohkohlekorps besucht. Also ich denke, besonders eine große Gradlinigkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit, das spürt man, dass also hier ein sehr offenes Wort gesprochen wird, aber dass wirklich dann auch jeder für den anderen einsteht. Rain,
ist natürlich auch wichtig, die Bedürfnisse der Leute mitzunehmen. Also gerade jetzt hat er natürlich die Funktion, das Ende des Bergbaus zu begleiten. Das ist gar keine Frage. Der deutsche Steinkohlenbergbau geht in diesem Jahr zu Ende. Hat also die Aufgaben, die Tradition des Bergbaus über 2018 hinaus zu tragen und zu wahren. Ich denke, der Bergmann wird da einfach ganz klar und deutlich mit umgehen. Da werden Tränen fallen, werden auch Emotionen geweckt. Aber auf der anderen Seite, denke ich, gehört das auch dazu, dass man also so eine abschließende Sache auch akzeptiert und versucht, daraus eben in der Zukunft das Vernünftige zu entwickeln. Janik, klär du uns doch einfach mal auf. Was hast du bisher im Lehrstollen erlebt und wie ging es dir dabei? Ich habe gerade den Transport gemacht und ich muss zugeben, das war auch das Einzige, was ich bisher so richtig hingekriegt habe. Es waren noch nur zwei Knöpfe drücken, einmal nach vorne, einmal nach hinten. Es war nicht anstrengend, deswegen, ja, das wäre vielleicht noch was für mich. Also, die Bergmann-Karriere ist vielleicht noch nicht ganz ausgeträumt. Ja, dann denke ich mal, machen wir Transport. So, ja. Du hast mir gerade vorgemacht. Genau. Rot ist nach hinten, grün ist nach vorne, ne? Genau. Okay, dann bin ich. Mit der einzigen Hängebahn wird die Kohle durch den gesamten Stollen transportiert. Mehr als 150 Meter. Nach links oder nach rechts? Was war das? Alle, okay. Dazu sagen, die Kabel hatte ich die ganze Zeit im Blick, also da brauchte ich gar nicht. Also, dann war da. Das ist ein Luftschau, kein Kabel. Das sag ich ja. Nicht schlimm. Dann lass uns das machen. Je tiefer wir uns vordringen, desto mehr erinnert sich Klaus an seine Zeit im Bergwerk. Und natürlich haben wir uns früher eine schöne ein oder zwei eiskalte Dosen Bier mit unter Tage genommen und haben dann unter Tage auch bei der Wärme und so eine schöne Dose Bier, in Alufolie gepackt und da irgendwo, wo eine Kühlmaschine war, da kam die dann rein und dann war die immer schön eiskalt. Am besten waren die Strebe so zwischen 2,50 und 3 Meter. Das waren so die besten. Von der Sicherheit her. Alles, was niedriger ist, ist scheiße. Und alles, was viel höher ist, ist auch scheiße. Aber das konnte man sich nicht ausgucken, das war Natur. Die Tasche gehen wir jetzt in den Streb rein. Und dann ziehst du mal ein Schild vor. Ja. Oh, dann geht's schon los hier, ey. Ja. Direkt merke ich, bequem wird es dir garantiert nicht. Zu tief zum Stehen und zu hoch zum Kriechen. Was bleibt, ist eine Belastungsprobe für meinen Rücken. So. Soll ich ja noch hinkriegen. Das wirst du hinkriegen. Da weißt du noch, wo es war? Ja, fast. Selbst die einfachsten Aufgaben wirken für mich unlösbar. Also ich drücke erst auf. Ich stelle mich ein bisschen blöd an, aber ich will mal, das war der hier? Nee. Ja. Der hier? Auch kalt. Der? Auch noch kälter. Zieh mal den Handschuh aus. Ja. Ich hatte eine bessere Steuerung. Aber der war das. Ja. Und dann die Richtung. Der war aber knapp. Er war ganz knapp, ja, ganz knapp. So. Bevor ich nicht wieder raus bin. Und gleich geht's noch tiefer, habe ich gehört. 60 cm. Oh, geschafft. Ich glaube, das ist der falsche Beruf für mich. Und gleich kommt noch die Königsdisziplin. 60 cm tief muss ich da durchkriechen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege, aber wir werden sehen. Oh, ich kriege schon Krämpfe hier, ey. Wahnsinn. Bergbau ist Teamarbeit. Man kann dort nicht ohne Teamarbeit, also Einzelkämpfer gab es einfach nicht, weil die haben sofort verloren gehabt. Und das ist das Tolle gewesen am Bergbau. Und vor allen Dingen das Schöne, kein langweiliger Beruf, weil jeden Tag was Neues. Ich sage immer, wir Bergleute, wir sind wie Astronauten. Wir sind jeden Tag an einem Ort gewesen, wo noch nie ein Mensch zuvor war. Gerade auch im Abbau. Da ist noch nie ein Mensch zuvor gewesen. Dann kommt die finale Aufgabe. Nur 60 cm Platz, um einen 45 kg schweren Köhler an die Decke zu hämmern. So, kommen wir hier unter Tage. So. Und seien wir ehrlich, jeder weiß, was kommt. Ziehst du den ja hier hin? Ja. Wichtiger Punkt ist immer, du musst den hinstellen. Also, ja. Du hast dann nicht mehr viel Platz zum Bewegen. Ne? Ja. Das musst du aber dann alleine machen. Ne? Ja, ich. Du sagst das so einfach. Jetzt schiebst du hoch, mit dem Daumen tust du hochhalten. Mit der Oberfläche, mit dieser Oberfläche. Ist der so schwer oder bin ich so schwach? Ja, ich glaube, du müsstest noch ein bisschen mehr üben. So. Also,
den Keil hochschieben und dann muss ich hier drauf kloppen. Ich such dir aber eine Position, die du kloppen kannst. Schlagen. Bist du ja richtig fest jetzt, ne? Und ich glaube, das reicht aber, weil wir eben schon mal an hier. Boah. Und? Wie ist denn jetzt so lang gefunden? Ja, ich habe ja nicht mal geschafft, das Ding hochzugeben, aber. Jetzt kannst du dir mal vorstellen, wenn ein Kollege einen ganzen Tag das gemacht haben früher. Wahnsinn, ey. Klaus, wirklich Wahnsinn. Mein Respekt vor euch ist riesengroß. Also, ich habe hier heute nur so ansatzweise ein Gefühl gekriegt, wie das bei euch früher war. Ihr hattet ja noch viel schlechtere Bedingungen, aber ich habe gemerkt, mir fehlt es einerseits hier. Ich esse viel Spinat, aber es reicht einfach nicht. Einerseits braucht man es auch hier und ganz viel hier. Und das hat mich am allermeisten bei euch beeindruckt, die Gemeinschaft von den Bergleuten, von euch Kumpels. Die ist wirklich Wahnsinn, da habe ich echt einen riesen Respekt vor. Glück auf. Glück auf.